neben mir sitzt heute der Thomas Pfeilstöcker, bekannt geworden, der einzige spielende Platzwart Österreichs, der mit dem SV Grödig sein Bundesliga-Debüt mit 35 Jahren feierte. Wie waren deine ersten Eindrücke von der Bundesliga, beziehungsweise wie kam es dazu, dass du überhaupt in den Bundesliga-Kader vom SV Grödig als Platzwart hineingerutscht bist? Ja, das war so, es war eigentlich eine kuriose Geschichte, weil die haben trainiert auf der anderen Hälfte vom Platz und ich aber auf der anderen Seite habe ich gearbeitet. Und dann irgendwie ist halt der Ball dann, dann ist der Ball genau auf mich zugekommen und dann habe ich durchgezogen, reingetroffen und genau ins Kreuzig rein und der Trainer, der Adi Hütter, hat gesagt, ja, den brauchen wir. Habe ich Fußball gespielt und war halt sportlich, Skifahren, alles was halt dazugehört. Und dann ist es so gekommen, dass du bei den Grödigern im Bundesliga-Kader mitnehmen durftest. Wie war das mit der Umstellung? Ja, für mich die größte Umstellung war, der Trainer wollte auf einmal Viererketten spielen, aber ich war das von früher gewohnt, dass man natürlich mit Libero spielt. Und der hat sich halt gewundert, warum ich immer 10, 15 Meter hinter der Abwehr gestanden bin. Und das habe ich halt, die Laufwege habe ich mir halt aneignen müssen, dass ich da auf gleicher Höhe bin. Und das war für mich eigentlich die größte Umstellung. Ja, du hast ja schon angesprochen, immer mehr Jugendliche wollen jetzt da Platzwart werden. Also der Weg wird jetzt nicht mehr ausschließlich über die Akademie in die Bundesliga führen. Bist du sowas wie der Hermann Mayer des Fußballsports? Da war ja auch mal eine Zeit, da wollten alle Kinder Maurer werden. Ja, grundsätzlich ist es Platzwart ist ein ehrlicher Beruf, eine harte Arbeit und das Geld gehört verdient und dafür gehört gearbeitet. Und dass man das über die Schiene probiert, weil die Stärken, was du da einsetzt, die kannst du dann ja im Fußball ja auch einsetzen. Und ich glaube, dass in Zukunft die Jugendlichen oder Kinder, die was Fußballprofi werden wollen, nicht mehr den Weg über die Akademie suchen, sondern auch über die Schiene des Platzwartes. Deine Eindrücke von diesem ersten Bundesliga-Einsatz? Ja, ich war es gewohnt, dass ich, wenn ich aufs Feld gehe, eigentlich immer ein Arbeitsgerät in der Hand habe. Und dass ich dann einmal die Dress habe, das war dann schon eine Umstellung für mich. Mein Ziel ist die deutsche Bundesliga und ich hoffe, dass ich das auch schaffen kann. Als spielender Platzwart? Genau. Du hast ja einen riesen Vorteil als Platzwart, du weißt ganz genau in Grödig, wo die Löcher sind. Man spricht sogar davon, dass du absichtlich Löcher hineinmachst, wo nur du weißt, wie ähnlich wie ein Minenfeld, wo man langlaufen muss, um aufs Tor zu kommen oder zum Tor zu kommen. Das ist ja mir zugute gekommen beim Match, wie ich da gespielt habe. Ich meine, den haben sie berichtet, der macht ein Ferserl am eigenen 16er. Es war ja so die Situation, sie war nicht anders zum Lösen, aber ich genau gewusst, der andere kommt da eh nicht hin, weil ich vorher das so präpariert habe, das passt für mich.